mañana para esperar allá a sus ídolos y celebrar el ascenso con ellos. Una vez juntos, un buen recuerdo para todos. What is this? You can explain them. This is the football. Yeah, so this is the craziness of the football, no? Yeah. So, no, but it's better that they should know how the people are very crazy for this football, huh? This is the victory something football. Yeah. So this is a very, very, very famous game of the football that each and every person of this people and Germany. Es importantísimo en lo deportivo y en lo económico. Coloca al Barça en la Liga de Campeones. Le asegura casi tres. Then this is German channel. You can see the German language. Jedenfalls die ganze Zeit ist er nicht um einen rum. Dann geht man zur Polizei und nimmt das Ganze zurück. Und wenn man das nicht schafft, dann macht man hier nicht so. Sind Sie über 40? Dann rechnen Sie beim Zahnarzt mit einem Impo. Ich bin ja. And this is CNN channel, that every part of the world you can see this CNN channel. This is French channel, you can observe the French language. I'm sorry, they are keeping the silence. Mi farà bene camminare un po'. Dopotutto, this is, I think, French, no? Italian. Hai sentito? So this is Italian, as Javier is saying. Ce lo rimpatrerà un po' che ci azzarderemo a dire qualcosa. Se va bene per Baleni. Questa non c'è il weather around then, Miami seems to shower on Monday. This is the weather. Weather forecast. We'll see some showers too into Chicago. That until weather, that creeps across the border into... My wife will be very much interested to see this weather forecast. So this is for Mrs. Naina Deshpande, weather forecast. Across the Hudson Bay region, and certainly a good deal of sunshine through much of the Mediterranean as we make our way across Europe. For the north, a good deal of unsettled weather. Dr. Thompson. Piacere. Piacere. I'm sorry, I missed the, this channel. Video, I'm sorry, the TV glimpses from the Spanish TV, and also you have visited my room. So thank you very much for visiting my small room. We are going to see the morning exercise. Today is the 19th June 2001 and we are going to see the Tai Chi, the regular exercises guided by Mr. Javier Sanchez, and then after we will go to the Ayurvedic restaurant. Okay.
smiling. Please smile. So I will explain the staff of my colleagues all. These are my colleagues who are working together in the Port Salvi. He is Mr. Javier. I think you can see him. We can make him full like this. And he is Mr. Hassan. And she is Sandra. And she is Maise. So all they are very friendly and very nice with me. So I enjoy the working with all these my colleagues. Juan. Juan, smile please. So this is a this is Ayurvedic restaurant that we are entering now, and you can see the patients or the clients. They are enjoying, but the timing is generally 8:30 to 9, and it's at the moment 9:05. So most of the people, they have already gone for the therapies. So only the few people, they don't have the therapy right now. They are sitting here and enjoying the breakfast. And you can see the external environment, very good flowers and the nature. And they are enjoying a little bit sun with some shades. And now we will enter into the actual restaurant. And Flow LK, if you don't mind, you can. Okay. So now the Flow LK will explain the substances that she's putting over here. The words are in German, so it's more interesting for you to learn all these German concepts. Bitte. So, das ist eine Aprikose. Apple Grosse. Aprikose. 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 So, das ist Aprikose. Ja. Yeah. Okay. Das ist ein Pfirsich. Pfirsich. Okay, Pfirsich. Das sind Bananen. Bananen, richtig. Das sind Birnen. 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 Ah, Birnen, okay. Yeah. Das sind in Deutsch Apfelsinen oder du kannst auch sagen Orange, Orangen. Orangen, ah. Orangen auch, aber Apfelsinen ist ein deutsches Wort. Ah, Apfelsinen, okay, yeah. Gut. Das sind Äpfel. Ja, das ist, ja, der Äpfel ist, ja, das ist klar. Das ist in Englisch Grapefruit, aber in Deutsch Pampelmuse. Pampelmuse? Ja. Yeah. Ah, vale. Gut. Gut, danke. Bitte. Und dann kommt Müsli, ne? No? Ja, Sie dann können sagen ist, auch, das ist ein Müsli, das ist Hafer. Hafer, ah. Hafer gemischt mit Trockenfrüchten. Mit den Trockenfrüchten. Das kann essen Kaffee und Pita, ist kein Problem. Aha. Aber nicht Water. Nicht Water. Water für Trockenfrüchte geht nicht. Ah, nicht? Gut. Das ist Hafer alleine. Hafer alleine. Ohne Früchte, mit Mandeln. Mit Mandeln. Mandeln. Ich mahle frische Haferkörner, mhm, und dann mit Wasser, mhm, etwas Zimt und, mhm, Mandeln. Ah, okay. Und dann der Gast kann machen. Er kann sich anrühren mit Honig. Aha. Oder mit diesen gekochten Marmeladen ohne Zucker. Das, okay, ist Naturmarmelade. Ah, nicht? Okay. Ja. Aber wir haben ein System hier. Mhm. Ich sage immer für die Ayurveda, für Panchakarma, auch für die Zukunft zu Hause, wenn man von dieser Seite ist, Getreide, etwas Käse morgens, nur ein bisschen, das ist ein, das Ghee, was wir brauchen für die Kur, mhm, oder das Brot, mhm, dann dürfen die Gäste oder sollten kein frisches Obst essen. Aha. Das zusammen ergibt einen Gärungsprozess, mhm, und eine Säure, Übersäuerung. Säure, ja, nicht? Richtig. Das ist besser, wir lassen das. Mhm, okay. Man kann eine Stunde später, kannst du Obst essen, ah, aber nicht zusammen. Nicht zusammen. Erst warten, bis das verdaut ist. Oder Frucht oder das. Oder sie essen diese Früchte Seite alleine, und, aber sie dürfen von dieser Seite nichts essen. Okay. Das ist das System beim Frühstück, mhm, nicht? Und dass wir abends kein Brot, abends keine frisches Obst, mhm, keine frischen Salate, mhm, kein Käse und kein Joghurt. Richtig. Das ist auch ein System, das ist der erste Schritt eigentlich in die ayurvedische Ernährung, richtig, für Europa. Ja, ja, richtig. Das und was ist das andere Bowl? Das ist von. Das ist jetzt, das sind die verschiedenen. Das sind die verschiedenen Marmeladen. Aha, nicht? Alles Marmelade. Honig. Honig. Das ist das Ghee, was wir ein Teelöffel, ah, nehmen müssen. They're making the ghee over here. Huh? Ja. Gut. Wenn die Leute mehr essen wollen, weil Ayurveda ist keine Abmagerungskur, mhm, dann dürfen sie ein bisschen Butter hinterher nehmen für aufs Brot. Das ist nur Butter, aber sonst. Das ist Frischkäse, aha, speziell wie Philadelphia. Aha. Und das ist ein junger Edam, nicht alt, weil alt ist auch nicht gut. Ja, alt ist nicht gut. Das ist auch jung. Mhm. Aber nur für Frühstück.